Hi everybody. Guten Tag zusammen. Ich zeige heute etwas Spezielles, und zwar die Sachen, die ich mir aus dem Kopf gekratzt habe. Das war noch nicht so lange her. Das war dort jetzt nach diesem Attack oder was. Also das ist in meinen Augen eindeutig ein Spinnenbein. Wie kann man das ganz scharf machen oder so, dass man das ganz gut sieht, so wie ein Vergrößerungsglas. Hier, das könnte man ins Labor legen. Ich habe nicht mehr immer das Datum gemacht. Manchmal ist es schon schwierig, das einfach so einzukleben, aber kann anderen Leuten in der gleichen Situation nur empfehlen, wenn ihr von einem Tier gestochen werdet und den Stachel rauskratzt. Das sind harte Hautteile, sieht so aus, das ist vielleicht eben diese, wie sagt man, Rinderflechte, kann sein. Irgendwo hat es ja dann angefangen. Das sind Blut, das sieht aus wie ein Blutkrummeli. Ich mache nachher noch das Datum drauf mit wasserfestem Filz. Also man kann das, wie gesagt, ins Labor geben. Das sieht für mich aus eindeutig wie ein Blut, eingetrocknetes Blut und das wie ein Spinnenbein. Was das rot ist, weiß man nicht. Und ich habe eben viel davon. Also da muss ich dann noch das Datum hinschreiben. Da habe ich zum Beispiel vom Kopf das Datum auch wieder nicht aufgeschrieben. Es gab Tage, wo ich die schlimmsten Tage waren etwa 3 Tage, wo ich nur das gemacht habe. Das hat so gebissen und auch wehgetan. Das hat man nicht ausgehalten. Hier sind Steine. Also ich weiß nicht, wenn man das so zeigt, ob das besser geht, wenn man das. Wie gesagt, im Labor kann man das ganz genau untersuchen, was das ist. Hier ist so, ich glaube, ich habe mal einen Freund gehabt, der hat ganz dickes Barthaar gehabt. Könnte aber auch ein Spinnenbein sein, so ein Teil von einem Spinnenbein. Aber der Freund, der hatte so dickes Barthaar. Und das ist, die sind wie lose gewesen, dann konnte ich die manchmal rausreißen. Er hat selber gesagt, du kannst, weil der Bart ist so dick. Und das hat auch wie gebissen oder was. Die durfte ich manchmal ausreißen. Er hatte auch viele Pickel und die habe ich ja auch alle ausgedrückt. Und sein Rücken ist geheilt dadurch. Das Federli war sonst, das, aber ich habe auch Federn gehabt unter der Haut. Die sind wie eingewachsen. Man muss eben sagen, der eigentliche erste Ding, der Grund war, wir hatten viele Fliegen auf dem Bauernhof, wir hatten einen Fliegenfänger über dem Esstisch und der Fliegenfänger ist ja wie Honig und da sind die ganzen Fliegen dran gehangen und weil es war nicht gut, dass der über dem Esstisch war, dann haben wir Kuchen gebacken und da war ganz viel Mehl, die Kinder haben das Mehl herumgedingselt und dann bin ich mit dem Haar beim Putzen vom Tisch hängen geblieben, genau hier. Und ich hatte langes Haar, so wie ich jetzt die Perücke, aber schwarz, also dunkel, einfach die Naturfarbe, das ist die Naturfarbe von mir. Es ist schwarz, glaube ich, würde als schwarz gelten bei Schneewittern. Und das wollte ich die Haare nicht abschneiden, aber ich musste, also ein bisschen musste ich abschneiden, das hat sich so dermaßen verfangen. Also an dem Fliegenfänger waren ja auch diese großen, diese Schnaken. Da waren Schnaken dran, da waren Spinnen dran, da waren Fliegen dran, da waren Tiere dran, wo ich keine Ahnung habe, ich glaube sogar Ameisen, aber die, und das alles war wirklich hier, und je mehr ich weg wollte, desto mehr hat sich das verfangen, und das war ganz schlimm, also das war, und nachdem hat es, glaube ich, diese Rinderflechte gegeben, und dann das ist, wenn die Haut selber wächst auf dem Kopf, und das hat schon den Tag gegeben, wo das wie Streifen gewesen, die wie gewachsen sind auf dem Kopf. Vielleicht hat mir das jemand Spaß gemacht und aufgeleimt. Kann das auch sein, dass jemand Leim genommen hat und das aufgeleimt hat. Das weiß man nicht. Und ja, da war auch ein Tag, da hat es mich ganz fest gebissen. Ich wollte eigentlich die Haare wachsen lassen, hat mir das gebissen. Ich habe
wirklich einen Tag verloren. Einen Tag verloren. Und gesagt, ich wollte unbedingt die Haare wachsen lassen. Ich wollte die nicht wieder abschneiden. Aber da hat sich so eine kleine Fliege, also die kann man auch im Labor anschauen. Man kann es ganz genau, ich hole mal eine Lupe, wartet schnell. Ich hole eine Lupe, dann mit der Lupe sie